Ja, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meines Los Amigos Videos. Wie versprochen, in diesem Video gibt es meine Funde, die ich auf der Los Amigos Convention gemacht habe, sowie im zweiten Teil dieses zweiten Videos die Gewinnspielauslosung meines 700 Abonnenten Gewinnspiels. Also bleibt dran und schaut, ob ihr gewonnen habt. Ja, bevor es jetzt direkt mit den Funden des Flohmarkts oder der Händler losgeht, möchte ich noch zwei Leute erwähnen, die ich in meinem letzten Video vergessen habe. Ich habe ja gesagt, seht's mir nach, wenn ich jemanden vergesse. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen, ja, so viele Erfahrungen gemacht. Und seht's mir nach, wenn ich jemanden nicht erwähnt haben sollte. Mir ist dann aber selbst aufgefallen, dass ich zwei Leute vergessen habe. Wie gesagt, seht's mir nach, ich möchte es nur hiermit gerade noch kurz erwähnen. Und zwar zum einen den Bernhard, der am Samstag da war. Bernhard, Grüße an dich. Ja, der Bernhard ist einer meiner ersten Abonnenten vom Kanal und ist der erste Gewinner eines Gewinnspiels bei mir. Er hat bei dem 100 Abonnenten Gewinnspiel mitgemacht und hatte den Scareclaw Origins Mock gewonnen. Ja, also Bernhard, Grüße an dich, waren tolle Gespräche mit dir. Und natürlich, ich habe noch einen YouTuber vergessen, ich habe den Mate vergessen. Ja, wir haben uns mit am längsten unterhalten und ihn habe ich vergessen. Also Leute, auch nochmal, ich schreibe es in die Videobeschreibung. Den Kanal von Mate ist der Ultimate oder Ultimate Player. Ja, er macht Videos, er macht Unboxings von WWF-Figuren, von Turtles-Figuren, auch Masters sind dabei und so weiter. Ja, ein richtig cooler Kanal. Wenn ihr nicht kennt, ja, klickt mal auf den Link, checkt mal ab, ja, lasst ein Abo da, ja. Marte ist ein richtig cooler Typ. Ja, Leute, dann möchte ich anfangen mit den ersten Sachen, die ich bekommen habe. Und wir fangen klein an, wobei klein ist relativ, das ist auch schon wieder was Tolles für mich. Und zwar habe ich natürlich das Magazin der Los Amigos mitgenommen. Ja, das gab es beim Eintritt quasi, ja, ist ein Magazin für ein Clubmagazin. Das heißt, ihr könnt... Ich blende es hier nochmal ein. Ihr könnt Mitglied noch werden, ja, im ersten Masters of the Universe Club Deutschlands bei den Los Amigos. Ja, wenn ihr Masters-Fan seid, wenn ihr in einer Convention, in einer Community sein wollt. Ja, ich glaube, es kostet 20 Euro im Jahr. Ja, und ihr habt teilweise richtig schöne Sachen. Ihr kriegt einen richtigen Ausweis, personalisierten und so weiter. Checkt das mal ab. Ansonsten, das Magazin ist richtig toll, richtig schön, die Händler halt drin. Ja, nochmal ein paar Interviews mit dabei. Also richtig, richtig schönes Heftchen, schöne Erinnerung an meine erste Los Amigos. Ja, dann hatte ich im anderen Video schon erwähnt, jemanden, den ich getroffen habe, und zwar den Osman. Der Osman hat einen kleinen Flohmarktstand da gehabt und mit ihm hatte ich auch schon geschrieben und er hat mir was mitgebracht. Und das fand ich mega. Zum einen hat er seine eigenen Sticker, Osman and the Masters of the Universe, finde ich richtig, richtig cool. Ja, richtig klasse, hat er mir geschenkt. Super, freut mich sehr, der kommt auch an meine Community-Wand. Und dann hat er was mir mitgebracht, was es so eigentlich in Europa gar nicht gibt. Und zwar ist das ein Masters of the Universe Revelation Panini Sticker-Album. Ja, ein Klebealbum, wie es in den 80ern gab, wie es in den 90ern. Ich glaube, die gibt es halt immer noch, aber von den Masters of the Universe. Das Ding ist neu. Ja, er hat die in Südamerika, meine ich, hat er die bestellt gehabt. Ja, er hat einen Aufruf gemacht in der Moto Bros Facebook-Gruppe. Wenn ihr die noch nicht kennt, auch mal abchecken. Ja, auch mal gucken. Das ist eine richtig geile Community. Ja, und ich hatte diesen Aufruf nicht gesehen. Ja, er hatte nur dann halt gesehen, wie er geschrieben hat, hier, die Alben sind da, und ich habe gesagt, ich habe es übersehen, hast du noch was übrig, hast du vielleicht mehr bestellt, als Bestellungen da waren. Er sagte, hier, ich lege dir was zurück, bist du auf der Los Amigos, wir treffen uns da und dann machen wir das, und das haben wir gemacht. Ich habe ihn angesprochen, ich habe ihn gesehen, und das Album ist unbeklebt, also ist nagelneu, ja, ein Revelation, Masters of the Universe, Revelation, Panini Album. Es ist ein... Poster in der Mitte eingeheftet. Das Poster hat keine Sticker. Also früher wurden ja auch teilweise die Poster beklebt mit Stickern. Hat es nicht, aber ich finde es richtig, richtig klasse. Und das war noch nicht alles, denn er hat noch ein zweites dabei gehabt. Und zwar gibt es dieses Panini-Album auch noch als Hardcover. Ja, als mit einem richtig dicken, festen Einband. Ist genau dasselbe. Das Einzige, was bei dem Hardcover ist, hat er mir gezeigt. Das Poster ist auch dabei, ist es aber nicht eingeheftet, sondern es liegt nur lose bei. Das heißt, es hat keine Löcher in der Mitte. Das finde ich sau cool. Ja, werde es erstmal nicht auspacken, denn ich habe ja das Standard halt, das Softcover halt ausgepackt.
Ja, und er hat mich auch gefragt, ob ich Sticker haben möchte. Ich habe erstmal gesagt, nee, bevor ich jetzt hier mit den Stickern anfange, und die gibt es bei uns nicht, ja, und ich kriege das Album dann nur halb voll oder sowas. Ich warte nochmal. Vielleicht tut sich ja noch was. Ja, in erster Linie ging es mir um die Alben und die hat er mir mitgebracht. Also da, Osman, vielen, vielen Dank dafür. Richtig geil von dir, richtig klasse. Vielen Dank. So, dann habe ich noch was geschenkt bekommen. Und zwar, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Wie gesagt, seht's mir nach, wenn du das Video guckst. Du warst ein super sympathischer Kerl mit deiner Freundin, Lebensgefährtin oder einem Bekannten warst du bei mir. Ja, und zwar motosales.de ist eine Seite, könnt ihr auch mal abchecken. Ja, die machen Repros, Waffen und so weiter von den Masters. Und er hat mir einfach mal ein Zauberschwert in Rot mitgebracht. Das sieht richtig cool aus. Ja, Motu Sales, dein Shop für Ersatzteile aus den 80ern. I believe in the power of Grayskull. Motu-sales.de. Auch richtig cool. Wir haben etwas länger gesprochen. Ja, richtig Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du das Video siehst, kommentier doch einfach mal. Vielen Dank dafür. Ja, Leute, dann geht's weiter. Dann habe ich, fangen wir hier an, bei Morax. Morax hat ja die Acrylcases, beziehungsweise, ja doch, die Acrylcases, die ich mir. Wo ich meine Figuren auch größtenteils mit einboxe, kann man das so sagen, eincase. Ja, und Morax hat jetzt auch Cases, ich halte es einfach mal hoch, hoffentlich das spiegelt sich das nicht so sehr, für die Origins Deluxe Figuren. Ja, und normalerweise habe ich ja die Hard Cases, aber die Figuren werden immer mehr und diese Cases sind halt wesentlich günstiger. Ja, und ich probiere es einfach mal aus. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen und gucken, wie die Figuren hier reinpassen. Ja, also einfach Case, Figur rein, Deckel drauf, fertig ist es. Die Figur ist geschützt, ist stabil. Ja, kann runterfallen, sollte sie nicht, kann runterfallen. Man kann Glück haben, dann ist es nicht kaputt. Ja, aber auf jeden Fall auch hier Morax. Vielen Dank für die Cases und wie gesagt, ich werde nochmal eine Rezension dazu machen. Ja, dann habe ich auch bei Steinedorf zugeschlagen. Ich hätte den halben Laden leer kaufen können, Leute. Im Ernst, die haben so geiles Zeug gehabt. Ja, ich habe mich aber beschränkt und habe dann was gesehen. Ich sammle ja nicht nur Figuren, sondern ich sammle ja auch Merchandise. Ja, und das fand ich sau cool und vom Zustand her klasse. Und zwar ist das von 1985 und zwar aus, ist das Südamerika oder Spanien oder sowas halt, ja, eine Shira Tischdecke in OVP. Ist das nicht geil? Eine Shira Tischdecke, ja, finde ich richtig, richtig cool. Ja, noch original zu. Hier sind noch die Heftklammern sind hier noch drin. Ja, es ist kein offizielles Mattel-Lizenzprodukt. Ja, das gab es ja früher in dem südamerikanischen oder südeuropäischen Raum, wurde ja sehr viel Stuff produziert halt, der nicht lizenziert war. Und ich finde diese Tischdecke, ich finde die der Hammer. Ich finde das richtig klasse. Und, ah ne, ist 1988 steht hier drauf, nicht 1985, 1988 Mattel. Aber wie gesagt, das ist mit Sicherheit kein Lizenzprodukt. Aber umso geiler, ja, um das halt in der Sammlung zu haben. Das sieht man auch nicht alle Tage. Steinedorf, vielen Dank dafür. Ja, dann habe ich bei Time for Action Toys zugeschlagen. Time for Action Toys hatte einen Stand ein paar Stände weiter von Z-Toys. Ja, und ich habe mir da Figuren geholt, Origins-Figuren. Und zwar habe ich mir einmal eine Figur geholt, den habe ich schon. Und zwar ist das der Origins Hordak. Ja, aber das Problem war oder ist bei meinem Hordak, und ich sammle ja die meisten oder zu 99,99999% sammle ich ja OVP. Und bei meinem Hordak ist produktionsbedingt löst sich der Blister hier ringsrum von der Karte und der steht schon so ein bisschen ab und reißt damit halt die Karte ab. Das heißt, es sieht total unschön aus. Eigentlich ist das auch wieder deine Figur, die ich hier im Regal stehen habe. Deswegen gucke ich immer dahin, die man auspacken könnte. Oder ich gebe sie halt in ein Gewinnspiel oder wenn sie jemand haben möchte, wenn jemand einen Hordak haben möchte, könnt ihr mich ja mal anschreiben, wenn er nicht unbedingt Wert halt drauf legt, dass die halt tiptop geleckt ist in der Karte, ja, und dass er vielleicht auspacken will. Ja, schreibt es mich an. Ich habe quasi einen über, denn ich habe mir den jetzt neu geholt. Karte, Blister, Top-Zustand. Vielen Dank dafür. Dann haben sie aus der neuesten Wave-Figuren gehabt. Die möchte ich jetzt nur kurz zeigen, weil ich möchte dann zu diesen Figuren noch mein eigenes Video machen. Und zwar habe ich mir geholt bei ihnen den Webster als Origins-Figur. War sehr schön, weil
nicht bei Amazon bestellt, nicht bei einem Toyhändler irgendwo bestellt, sondern vor Ort gesehen, vor Ort aus dem Karton rausgenommen worden, die Figuren. Und man konnte sich halt die schönste Karte halt mehr oder weniger aussuchen. Das habe ich gemacht. Und Leute, wie ihr wahrscheinlich wisst, ja, also sie haben vor meinen Augen halt die Mattel-Kartons aufgeschnitten, ja, und meistens sind von diesen vier Figuren, die da drin waren, bei drei Stück wirklich die Karte verknickt. Das ist Mattel, da kann man nichts machen, ja, da muss man sich halt wirklich die Rosinen rauspicken und halt die Top-Figuren raussuchen. Wie gesagt, das ist der Webstore, den ich mir geholt habe, und den Lords of Power Beastman. Ja, auch den habe ich mir bei Time for Action Toys geholt. Auch eine wunderschöne Karte, keine Knicke, nichts passiert. Figur ist klasse. Ja, und auf die, wie gesagt, gehe ich noch mal näher drauf ein in einem anderen, in oder in einem weiteren Video. So, noch was bei Time for Action Toys. Ich glaube, bei den Jungs habe ich das meiste Geld gelassen. Ja, ich bin schon ein paar Mal dran vorbeigegangen, aber habe mir da nicht mitgenommen. Und jetzt habe ich ihn mir zum Schluss noch mitgenommen, weil er noch da stand. Und zwar habe ich hier den Funko 10 Zoll Beastman. Ja, Funkos ist so eine Sache. Ich habe einige, eigentlich sammle ich sie nicht, aber man kriegt hier mal eine geschenkt, da mal eine geschenkt und dann hat man doch auf einmal 10, 15, 20 Stück. Ja, und eigentlich hole ich sie mir nicht aktiv, nicht mehr. Aber bei dem Beastman, ich finde diese 10 Zoll Figuren finde ich richtig, richtig klasse. Ja, und der Beastman ist auch noch eine 2020 Fall Convention. Ja, den gab es halt nur irgendwo auf einer Convention, exklusiv erstmal. Jetzt findet man noch im Internet hier und da. Ja, und habe einen guten Preis bekommen für den. Ja, der ist gar nicht so günstig mehr. Ja, und habe mir den auch noch mitgenommen. Finde ich auch klasse. Finde ich richtig toll. Ich finde, der sieht Wahnsinn aus. Ja, diese 10-Zoll-Figuren, finde ich, sehen um Längen besser aus wie diese kleinen. Ja, und wie wandert jetzt auch so in meine Sammlung. Ich muss halt gucken, wo ich ihn überhaupt hinstelle, wo auch der Platz ist. Aber erstmal ist er da. Ja, und von den großen gibt es ja noch den He-Man. Den gibt es ja aktuell noch wie Sand am Meer. Es gibt den Skeletor, der auch schon nicht mehr zu bekommen ist eigentlich. Und es gibt einen Trapjaw. Ja, also vier Stück bisher. Ja, und wer weiß, vielleicht versuche ich jetzt doch nochmal alle vier zu kriegen. Oder die drei übrigen. Ja, und der letzte Fund, der letzte Kauf, den ich gemacht habe, ist was für mich wieder was Besonderes. Denn ich hatte ja schon in meinem ersten Video erwähnt, dass ich halt lange mit dem Ken Coleman, mit dem Digital Artist aus Irland gesprochen habe. Er hat mir gezeigt, wie die Herangehensweise ist, wie er diese Figuren halt auf Papier quasi bringt, über den 3D-Druck, wo er verschiedene Komponenten von verschiedenen Figuren halt zusammenschmeißt. Ja, und ich finde es richtig toll. Und ich habe mir dann einen Print bei ihm ausgesucht. Ich konnte mich halt kaum entscheiden. Ich hätte beinahe vier, fünf, sechs Stück mitgenommen, aber dachte mir, nein, einer muss reichen. Ja, und habe mir einen mitgenommen. Und wie es meistens so ist, die Bösewichte haben es mir am meisten angetan und deswegen habe ich hier den Merman dabei. Ja, ich finde ihn richtig klasse. Das ist wohl, hat er mir gesagt, weil ich mich da nicht so gut auskenne, das ist wohl von der Mondo-Version abgekupfert, ja, der Kopf. Ja, ich finde dieses Bild so klasse, ja, und das macht sich so gut neben meinen Simon Soltau-Bildern, Postern, Artworks, ja, dass ich den halt da dabei packen werde. Und das Schöne ist halt auch wieder, dass ob man sieht, er hat es wieder oder er hat es signiert für Frank oder to Frank und Retro-Rauner drunter geschrieben, ja, seine Unterschrift und LA, also Los Amigos 21. Ja, finde ich richtig klasse, hat mich super gefreut, ja, ihn kennenzulernen. Und ich befürchte, das wird nicht der letzte Print sein, den ich mir geholt habe. Ja, Leute, das waren meine Errungenschaften von der Los Amigos 3. Ja, und ich möchte jetzt ohne Umschweife weitergehen und die Kamera kurz umstellen. Und dann ziehen wir, wie das letzte Gewinnspiel auch, mit meiner schönen Maschine hier, die ich hier habe, die beiden Gewinner, die jetzt einmal den Vintage Head He-Man Origins gewinnen, den ich beisteuere. Und Z-Toys steuert ja den zweiten Gewinn, also für den zweiten Gewinner dabei. Da gibt es einen Origins Landshark, den Mini Revelation, Mini Skelegot und noch Figurenstands. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, es wird ernst. Die Kamera ist umgestellt. Ihr seht hier den ersten Preis nochmal, und zwar den Vintage Head Origins He-Man in OVP. Hier seht ihr meine kleine Glücksfee. Ja, die ich jetzt gleich drehen werde. Der erste Preis, wie gesagt, ist der He-Man. Der zweite Preis, wie gesagt, ist die Spende von Z-Toys, der Landshark, der Skelegot.
von den Minis und die Figurenstands. Und es geht jetzt folgendermaßen. Ich schüttel jetzt hier gleich nochmal durch. Hier sind alle Teilnehmer dabei. Es sind insgesamt 58 Teilnehmer, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ja, auch damit hätte ich wiederum niemals gerechnet, ja, dass 58 Leute bei dem Gewinnspiel teilmachen. Ihr seid der Hammer. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wie gesagt, ich drehe hier jetzt, beziehungsweise ich schüttel hier jetzt erst nochmal. Ganz schön laut, gell? Und dann drehe ich hier gleich einmal und dann rollt hier eine Kugel rein, drehe einmal durch und dann rollt diese Kugel unten raus und somit habt ihr dann, beziehungsweise haben wir dann die Gewinnernummer und ich habe es so gemacht, ich habe alle Teilnehmer auf einen Zettel geschrieben, da ist er und habe den durchnummeriert anhand, ich bin so vorgegangen, anhand der Kommentare. Also derjenige, der den ersten Kommentar unter dem Video abgegeben hat, hat die Teilnummer Nummer 1, der den 10. abgegeben hat, die Teilnummer 10, der den 20. 20 und so weiter. Ja, und ich würde sagen, los, Glück ab. Ich drücke euch allen die Daumen. Ich wünschte, ich könnte jedem einen Gewinn zukommen lassen. Ja, ist leider nicht der Fall. Von daher, ich drücke jedem die Daumen, dass er der Glückliche ist. Und ich würde sagen, ich halte hier fest, ich drehe und wir sehen den ersten Gewinner. Oh, da ist eine Kugel drin. Da ist eine Kugel drin. Und ich drehe sie raus. Jetzt rollt sie hier runter und zack, da ist die Nummer. Und ich halte sie gerade mal in die Kamera. Jetzt könnt ihr das sehen. Die Nummer 41. Sieht man das hier? Jawohl, jetzt die Nummer 41. Und damit auch alles mit rechten Dingen zugeht, die Nummer 41 ist hier oben der Flowrider 15. Flowrider 15, du hast den Vintage Head He-Man von den Origins gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Tada! So, jetzt der zweite Gewinn. Der zweite, es ist ja eigentlich kein zweiter Platz, sondern es ist ja auch genauso ein Hauptpreis. Ja, mit dem Landshark und dem Skelegott und den Stands von Z-Toys. So, es geht weiter. Ich drehe wieder. Mal gucken, wer jetzt der Glückliche ist. Oh, da sind zwei. Nein, da haben wir keine Nummer drin. Da müssen wir noch eine Runde drehen. Da ist einer. So, Trommelwirbel. Wer gewinnt? Zack. Da haben wir wieder eine. Und? Ja, so, jetzt habe ich sie hier. Mal gucken. Es ist die... Oh, Leute. Es ist die Nummer 1. Die Nummer 1, seht ihr das? Jetzt sieht man es. Die Nummer 1 hat gewonnen den Z-Toys, die Z-Toys-Sachen. Und zwar, es ist der Andreas Zielmann. Andreas, vielen, vielen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn zu dem Landshark von den Origins, zu dem Skelegott Revelation und zu den Figurenstands. Leute, das war's. Das Gewinnspiel ist vorbei, ist beendet. Und ich schalte jetzt die Kamera nochmal um. Ja, nochmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse ist hier in der Kanalinfo. Mein Instagram-Account solltet ihr kennen. Facebook, ja, auch darüber könnt ihr mich erreichen. Ja, schreibt mir eure Adresse und ihr kriegt die Gewinne zugeschickt. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, und viel Spaß mit den Figuren. Richtig, richtig klasse. So, Leute, damit war es das zum ersten Mal wieder. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch meine Funde gefallen, ob ihr diese Sachen auch geholt habt oder hättet. Ja, und ja, ich würde sagen, Daumen hoch. Ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst doch ein Abo da, wenn euch der Kanal, wenn euch der Content gefällt und verpasst somit kein neues Video mehr. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bleibt gesund, wir sehen uns. Macht's gut, euer Retro Raune.